Hallihallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch wieder recht herzlich bei Zapunzels Orakel. Freue mich über jeden, der den Weg zu mir findet. Und auch natürlich über all meine lieben Abonnenten, die mir so treu zur Seite stehen. Und für all diejenigen, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die haben festgestellt, dass seit Neujahr wohl beim Herrn Seelenpartner mächtig was ja, in Bewegung gekommen ist, zumindest im Verborgenen, so wie es aussieht. Und deshalb werde ich diese Geschichte jetzt weiter verfolgen, auch weil es einfach so viele interessiert. Vielleicht mache ich nachher noch ein Reading, in dem es tatsächlich um dich geht, was ja auch nicht zu verachten ist. Ist eigentlich sogar noch wichtiger, aber ich weiß halt einfach, dass viele wissen wollen, was ist da los bei ihm, womit ist er gerade beschäftigt, was bewegt ihn. Wir hatten in den letzten 2 Tagen, ja, eigentlich deutlich sehen können, für die, die damit in Resonanz gegangen sind, und das waren nicht wenige, was ich so zu hören bekommen habe, ja, dass er sich wohl in einer Art Heilungsprozess befindet und auf dem Weg ist, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt schauen wir mal, geht der Prozess weiter oder lenkt er sich gerade wieder mit irgendetwas ab, was dann scheinbar wichtiger ist? Und dafür bitte ich die geistige Welt um Unterstützung. Ihr wisst, das allgemeines Reading. Es tut mir leid, dass ich nicht jeden mitnehmen kann, aber so ist das halt bei den, ja, öffentlichen Orakeln. Das kann immer nur einen Teil des Kollektivs ansprechen und niemals alle. So, ich versuche jetzt zuerst mal eine Überschrift rauszukriegen. Lieber Onkel Otto, lieber Herr Seelenmensch, Herr Seelenpartner, Spirit, bitte eine Überschrift. Was bewegt und beschäftigt den Seelenpartner meines Kollektivs zurzeit? Dankeschön. Der Heilige Berg. Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz nachschauen. Ich muss es leider wiederholen. Karten sind noch recht frisch und sehr tiefgründig. Und da die Bilder nicht so viel Aussage haben, da ist halt ein Berg zu sehen und der Gipfel des Berges. Ja, der reicht oder mündet in der Sonne und darüber sieht man noch den Mond. Das lässt einiges verheißen. Ja, was will diese Karte mitteilen? Es geht da um einen Kraftort. Es geht darum, dass er sich praktisch auf einer Pilgerreise befindet. Vielleicht ist er gerade irgendwo auf dem Trip, dass er mal häufiger ja, seinen Hintern bewegt und mal raus in die Natur geht, um aufzutanken. Es geht aber auch darum, Visionen zu verfolgen, sich auf die Reise zu machen, ja, zu sehen, welche Ziele hat man im Leben. Und jetzt nehme ich noch kurz das Buch zur Hilfe und lese mal eben die Essenz dieser Karte vor. So lernt man die am besten kennen und ich unterschlage nichts, was vielleicht dann doch noch wichtig gewesen wäre. Überall auf der Welt betrachten indigene Völker Berge als starke Kraftorte, an denen die Götter und Göttinnen wohnen und sich der große Geist antreffen lässt. Zahllose Pilger umrunden den Kailash in Tibet und bitten um Glück und Erfolg. Im alten Griechenland galt der Olymp als Heimstätte der 12 wichtigsten Götter und Göttinnen und in Peru besteigen die Menschen den eisbedeckten Gipfel des Ausangate, um das Sternenlicht zu empfangen und der Erde Feuer zu bringen. Diese Karte lädt ein, zu einer heiligen Pilgerreise aufzubrechen, auf der du eine Vision empfängst und deinen Blickwinkel erweiterst. Dafür musst du zunächst in der gegenwärtigen Situation die Chance zur Erlangung höherer Einsichten erkennen. Das passt eigentlich genau zu dem Prozess, der in den letzten 2 Tagen gestartet worden ist. Der verbindet sich nach oben, der versucht, seine eigene Wahrheit zu finden. Der versucht,
Ja, voller Mut, Liebe und Mitgefühl vorwärts zu gehen und ja, zu innerer Klarheit zu gelangen. Was heißt, er versucht es auf dem Weg? Das möchte diese Karte zum Ausdruck bringen. Gut, dann gucken wir mal. Momentan. Es geht jetzt um die nächsten 24 Stunden, so grob gesehen, ab dem Zeitpunkt, wo du das Video findest. Und nochmal, ihr könnt jetzt alle so machen oder auch nicht. Ich finde das immer lustig. Also kann jeder machen, wie er will. Das juckt mich nicht weiter. Aber ich verstehe immer nicht, wer damit nichts anfangen kann. Der soll auch einfach wegklicken. So, Spirit, der Herr Seelenpartner, was beschäftigt ihn momentan? In den nächsten 24 Stunden ungefähr. Womit ist er gedanklich? Ja, gerade busy. Womit setzt er sich auseinander? Ich glaube, das sind jetzt schon einige. Jetzt muss ich es mal gucken, dass ich das hier nicht total durcheinander werfe. Oh. Wow. Ja, also, er ist auf dem Weg, ja, sich ein stabiles Fundament für sich aufzubauen. Wahrscheinlich hat er bisher sein Leben schon ein bisschen wackelig geführt, unsicher, wusste vielleicht nie, was bringt der nächste Tag. Das hat ihn auch häufig dazu gebracht, aufbrausend zu sein und vielleicht hier und da auch ungerecht, weil er einfach Angst um seine eigene Existenz hatte. Aber jetzt zur Zeit ist er tatsächlich auf dem Weg zu sich selbst, sucht da seine Stabilität und fängt an, seine Intuition zu nutzen, die sicherlich in ihm ist, denn er ist ein sehr sensibler Mann und er versucht auch eine Brücke zu schlagen, sich nicht mehr von dem, was von außen kommt, großartig irritieren zu lassen, sondern in seine innere Kraft zu finden. Das ist der Weg, auf den er sich gemacht hat. Und na, wir haben hier den Bären, da haben wir den Hund. Dieser Prozess ist gestartet worden durch die Seelenpartnerschaft zu dir. Das nehme ich hier einfach so wahr. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, wie wird er da jetzt weiter vorgehen wollen? Was schwebt ihm vor für die Zukunft? Hat er da irgendwelche Pläne? Er möchte die Fröhlichkeit zurückhaben in seinem Leben. Nicht immer alles zerdenken und sich Sorgen machen. Er möchte gerne, dass du ihn besuchen kommst oder er dich. Er möchte unbedingt ein Treffen. Was plant er? Was stellt er sich vor für die Zukunft? Ja, die Traurigkeit, die in seinem Leben gewesen ist, die würde er gerne zurücklassen. Und das wird er dir auch mitteilen. Da werden Botschaften auf dich zukommen von seiner Seite. Denn er hat sich Gedanken gemacht. Worüber? Dass er absolut dein Geliebter ist, dass sein Herz dir gehört und niemand anderem sonst. Was plant er? Manchmal ist er ein bisschen eifersüchtig, dass du sowas leichter alles auf die Kette bekommst als er. Vielleicht ist er auch eifersüchtig, wenn ne, andere Menschen um dich rum sind, obwohl es sein größter Wunsch wäre, um dich zu sein. Hier und da quälen ihn nach wie vor die Verlustängste. Aber die Sehnsucht nach dir ist stärker. Ja, und er möchte den Reichtum in seinem Leben haben, den inneren Reichtum, den er dadurch diese Seelenpartnerschaft für sich erlangt hat. Und er möchte mit dir gemeinsam nach Hause gehen ins große Glück. Schöne Karten. Dann lass man doch mal pilgern, würde ich sagen. Lass man doch mal pilgern.
sagen die Seelenpartnerkarten? Welchen Prozess ist er gerade? Worüber denkt er nach? Dankeschön. Tue etwas für jemand anderen. Schenke jemandem deine Aufmerksamkeit. Das haben wir ja hier. Der wird mit Botschaften um die Ecke kommen. Und hoffentlich in den nächsten 24 Stunden. Jetzt nehme ich nochmal die Akasha-Karten. Auch neu. Kann auch sein, dass ich da was lesen muss. Was beschäftigt ihn? Oh, es ging aber flott. Der Seelenpartner. Wie nett. Ja, werde dir selbst zu deinem eigenen besten Seelenfreund und Partner. Und es scheint so zu sein, dass er sich auf dieser Reise ja gerade befindet, aber erst dadurch, dass du in sein Leben gekommen bist. Vielleicht hat das einige Zeit gedauert, bis da der Groschen bei ihm letztlich gefallen ist. Aber dein Seelenpartner ist kein dummer Mensch. Ne? Vertrau ihm da einfach und er wird schon das Richtige tun. Ein Herzchen. Stand heute. Was teilt er dir denn mit? Eine Karte reicht, maximal zwei. Spirit. Wirf alle deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Das heißt für euch, ihr dürft euch absolut entspannen und ihm tatsächlich da mal was zutrauen, ne? Wenn ihr mit diesem Reading irgendwo in Resonanz gehen könnt. Jetzt hätte ich noch gerne Seelenreichkarte. Ich ziehe heute das Repertoire durch. Das fühlt sich heute alles viel warmherziger an als gestern. Jetzt, warte, gucken wir auch einfach mal. Womit setzt er sich auseinander, Spirit? Momentan. Erwecke den Zauber deiner Kreativität und tauche ein in die Welt der Gefühle. Soll ich da mal was zu lesen? Ne, da braucht man nichts zu lesen. Ne, der fängt halt wirklich an, raus aus dem Kopf zu gehen, sich auf den Weg zu machen, seine Gefühle ein bisschen mehr zu durchleuchten, weil die einfach so stark sind, dass er sich dem gar nicht wirklich entziehen kann. Das weckt seine Kreativität. Vielleicht hat er das einige Zeit lang vergessen, was eigentlich alles in ihm steckt. Vielleicht ist er ein guter Musiker, vielleicht ist er ein guter Maler, vielleicht hat er unendlich viele Talente, dein Seelenpartner, die er aber alle auf Eis gelegt hat, weil er sich ja immer selbst bekämpft hat. Und diese Karte teilt mit, dass das jetzt alles wieder zum Leben erweckt wird in ihm, weil er nämlich wieder auf seine Gefühle lernt zu hören. Sehr schön. Welche Göttin ist denn heute da? Eine bitte. Dankeschön. Jemanja. Die goldenen Möglichkeiten. Wichtige Türen öffnen sich gerade jetzt für dich. Geh einfach hindurch. Ja, der schnappt auch diese Mega-Energien gerade dermaßen auf. Wie kompliziert das alles gewesen ist und wie einfach sich das jetzt irgendwo zu lösen scheint. Ich wünsche es wirklich jedem, der irgendwo um mich herum ist. Jetzt hätte ich noch gerne eine Spizzano-Karte. Vielleicht gibt es da irgendwas, womit er sich dann doch noch irgendwo ein bisschen kritisch auseinandersetzt. Eine Karte bitte. Worüber denkt er nach?
Oh, der kriegt dann immer direkt zwei und die fliegen immer direkt ins Feuer. Ja, dein Verhältnis zum Glück entspricht in Wahrheit deinem Verhältnis zu dir selbst. Versteht er vielleicht mittlerweile besser? Vielleicht hat er früher immer erwartet, ja, das Leben war immer schon schlecht zu mir. Und es ist ja so, jeder Gedanke, den man aussendet, der wird irgendwo auch erfüllt. Und es gibt da so ein Buch von Joseph Murphy, Self-Fulfilling Prophecy. Sehr interessant, das habe ich mit 18 mal gelesen und nie vergessen. Es ist wirklich so, dass man mit der Kraft, das wisst ihr ja, muss ich eigentlich gar nicht viel erzählen, mit der Kraft seiner Gedanken halt wirklich viel bewegen kann. Und ich glaube, das hat er so langsam auch für sich begriffen. Und dann ist diese Karte noch gefallen, der andere, zu dem eine Beziehung besteht, gehört zu dir, zu deiner Mannschaft. Heißt mit anderen Worten, er bekämpft dich nicht mehr. Der muss nicht mehr gegen dich arbeiten, sondern ja, ihr werdet mehr und mehr ein Team. Hallo. Ja, jetzt nehme ich noch eine Mondorakelkarte und eine Engelchenkarte hier und dann lassen wir das einfach mal so stehen und gucken, wie sich das weiterentwickelt in aller Ruhe. Welchen Impuls bekommen wir von diesem Kartenspirit? Was ist los beim Seelenpartner? Will noch was? So ähnlich wie gestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Interessant. Die fallen immer irgendwo. Nee, das war jetzt nicht blöd gemeint. Ich denke manchmal nicht, wenn ich hier sitze. Ja, deine Träume brauchen einen praktischen Plan. Es ist ja schön, wenn er sich mit all dem auseinandersetzt, aber er macht sich halt eben auch Gedanken darüber, dass es mit der Träumerei und sich mit den Visionen und mit dem sich vorstellen, wie schön es sein könnte, alleine nicht getan ist, sondern er weiß, dass damit das, ne, dieser Lebensplan in Erfüllung gehen kann, es auch ja einen praktischen Plan braucht. Dann haben wir den Hinweis, dass er spirituell und auch praktisch in die Balance kommen wird. Das legt sich hier auf die Pilgerreise, auf die er sich begeben hat. Und dann die Belohnung, deine harte Arbeit wird sich auszahlen. So, damit kann das Orakel so stehen bleiben, dann brauche ich auch kein Engelchen mehr. Die harte Arbeit wird sich auszahlen. Mit anderen Worten, am Ende wird alles gut. Und das wird jetzt auch keine 23 Monate mehr dauern, sondern dieser Prozess ist gestartet. Der geht seit Anfang des Jahres. Wir wissen alle, die Energien, die haben, na, sich wunderbar gechanged. Ja, ne? Also dass da alles in Veränderung gekommen ist und ich glaube, dass das für viele sehr wohltuend und erleichternd sein kann. Und ich wünsche euch auf eurem Weg, auf dem ihr euch befindet, viel, viel Glück. Es bleibt spannend. Folgt euren Impulsen, folgt eurem Herzen, zerdenkt es euch nicht, analysiert es nicht zu Tode, lasst es einfach auf euch zukommen und ja. Agiert selbst so, wie euer Herz euch das mitteilt. Wer hiermit in Resonanz geht, der weiß, dass auf der anderen Seite auch einiges gerade in Bearbeitung ist. Man könnte es auch wirklich die Bearbeitung des Karma-Kreuzes nennen. Toller Prozess. Ob er jetzt mit dir in Verbindung steht oder nicht, ist völlig egal. Ja, ich wünsche, dass viele von euch damit in Resonanz gehen können und ja, dass die ganze harte Arbeit sich am Ende ausgezahlt hat. Schönen Tag für euch alle noch.